So, meine lieben Freundinnen und Freunde am Sonntag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mal aus meinem Wissen und meiner Kenntnis der Kochkunst keine Mördergrube machen und heute mal erklären, wie man es schafft, dass bei den Schwemmglösler in der Schwemmglösler-Suppen, dass der Kern vom Glösler schön spundig wird und sapsisch, das den ich einmal verraten. Und es ist ja noch Zeit. Jetzt fängt er schon wieder an, der Egersdörfer. Immer redet man nein, wenn ich einmal eine Ansprache halte. Naja, dann zeige ich mir heute halt einmal einen alten Film vom Herrn Egersdörfer, dass er endlich einmal eine Ruhe gibt. Der ist nicht im Fernsehen gekommen, mit Recht meiner Meinung nach, aber das müssen Sie selber beurteilen. Einen schönen Sonntag wünsche ich allesamt. Ich Busenberger hat mir gesagt, wenn sie davon erfährt, dass ihr Retter und Ritter im Fernsehen auftreten, hat sie eine halbe Stunde vorher schon ihr durchsichtiges Sommerkleid überzogen, wo man Büsten halt ein wenig durchblitzen sieht. Da onduliert sie sich die Haare, da malt sie sich die Lippen rot, da manikürt sie sich und Gott weiß was, und sie hat gesagt, der spürt es, sie weiß es ganz genau, der merkt es, dass sie da sitzt und auf ihn wartet. Und wenn er dann sagt, was man darf und was man nicht darf, und was in absehbarer Zeit passieren oder nicht passieren wird, dann erfährt sie ja, wie ein warmer, weicher, wohliger Blitz in ihr grünes Gewölbe unten nein. Da fühlt sie sich ausgefüllt, geliebt und verstanden. Und ich habe dann gesagt, Bertha, du musst auch mal schauen, dass du ab und zu aus der Wohnung auch mal wieder rauskommst und an die frische Luft kommst. Ah, jogg doch einmal, lauf doch einmal ein wenig schneller. Oder hast du auch mal den Yogakurs besucht? Da wird dir doch die eine oder andere Übung noch geläufig sein. Da kannst du doch für dich daheim, kannst du doch ein wenig aktiver. Und dann hat sie gesagt, Matthias, Matthias, von der Erotik der Politik hast du wirklich überhaupt keine Ahnung, du Armleuchter, du Armseliger. Ich fürchte fast, der Bader ist nicht mehr zu helfen.